unserer ersten in dieser Zusammensetzung hier in Norderstedt. Im Rahmen der ordentlichen Vertreterversammlung der Volksbank Pinneberg-Elmshorn in der Geschäftsstelle Norderstedt berichtete der Vorstand über das Geschäftsjahr 2014. Möchten Sie etwa an diesem Leitfaden auch langhangeln? Wir freuen uns aber auch für ein offenes Gespräch. Vorstandsmitglied Stefan Witt zieht ein positives Resümee. Ja, wir sind wirklich auch zufrieden mit dem Geschäftsjahr und ich denke, da kann man auch ruhig mal einige Zahlen nochmal nennen. Also wenn man sieht, dass wir insgesamt Kundenkredite betreuen in Höhe von 1,7 Milliarden und Kundeneinlagen in Höhe von 2,2 Milliarden, dann haben wir also insgesamt Kundenwertvolumen von 3,9 Milliarden, welches wir in dieser Region betreuen durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist auch schon eine tolle Leistung. Und vielleicht kann man da mal so zwei, drei Einzelzahlen auch hervorheben. Wenn man sieht, dass wir allein in 2014 über 105 Millionen Euro Bausparsumme mit unserer Bausparkasse Schwäbisch Hall begleiten durften mit unseren Kunden, das sind knapp 3000 neue Verträge, dann ist das, glaube ich, auch ein Dokument dafür, wie wir in der Region und mit unseren Beratern verwurzelt sind. Insgesamt haben wir jetzt schon über 25.000 Bausparverträge in unserem Bestand. Und das ist ja eigentlich eine schöne, ich sag mal, eine schöne Vorsorge für die Zukunft, weil wir dort im Bereich der Finanzierung dort mit sehr gut arbeiten können. Und vielleicht alternativ dazu oder ergänzend den Bereich der Versicherung mal zu nennen. Wir haben insgesamt 3.900 Sachversicherungen im Jahre 2014 abgeschlossen, betreuen jetzt über 35.000 Sachversicherungsverträge, weit über 4.000, 5.000 Euro Lebensversicherungsverträge. Ich glaube, das ist ein Dokument, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Kunden wirklich gut in dieser Region verwurzelt sind.